Hallo Internet, ich bin Pesti. Wer mir auf Twitter folgt, wird vielleicht schon mitbekommen haben, dass ich in den letzten Tagen ein bisschen Umfragen gestartet habe. Und die Umfrage, die ich gestartet habe, werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber dazu werden wir später kommen. Der ein oder andere wird von euch wissen, dass ich gerade dabei bin, meinen Kanal ein bisschen umzustrukturieren oder besser gesagt, ihm eine Struktur zu geben, ihm eine Richtung zu geben. Das mache ich, weil ich gemerkt habe, dass aktuell meine laufenden Projekte, also Sky Exchange, Rise of the Tomb Raider und Hue, alle nicht sonderlich viele Aufrufe bekommen. Ich merke, ihr mögt Sky Exchange davon am liebsten. Aber für Tomb Raider zum Beispiel habe ich auch eine Abstimmung gemacht. Und Hue habe ich gemacht, weil ihr mir außerdem gesagt habt, dass ihr den Supersonntag lieber in mehreren Episoden sehen wollt und ihr euch darüber freuen würdet, wenn ich gewisse Spiele länger zeige. Und Hue ist eins von den Spielen, was mich tatsächlich lange genug gefesselt hat, damit ich es länger zeige und im Endeffekt womöglich auch durchspiele. Aber wir müssen jetzt einfach mal festhalten, die aktuellen Aufrufe, die ich habe, also auf meine drei Projekte, die sind deutlich niedriger angesetzt, als sie noch vor, keine Ahnung, vor einem halben Jahr waren oder so. Da hatte ich scheinbar Projekte, die euch mehr interessiert haben. Das Witzige jetzt bei der Sache ist, meine Statistiken, die ich auf YouTube in den Analytics nachgucken kann, sind nicht im Sturzflug. Sie steigen sogar. Oder sie bleiben im schlimmsten Fall gleich. Das bedeutet, meine globalen Aufrufe, also meine Aufrufe, die meine gesammelten Videos über den gesamten Tag zusammen erreichen, ist nicht geringer geworden, sondern eher mehr. Und die Wiedergabezeit, also wie lange ein Video durchschnittlich wiedergegeben wird, bis ihr den Tab schließt oder das Video beendet, diese Zeit ist auch gestiegen. Obwohl ich diese gestiegene Wiedergabezeit jetzt einfach mal auf Sachen wie das sehr lange Video von Ahead in Time zurückführe. Das ging fast eine Stunde. Und dann die drei Episoden von Pokémon Blattgrün. Weil das waren einfach sehr lange Videos. Und wenn auch nur einer das Video komplett geguckt hat, dann ist das eine Viewtime von 60 Minuten. Und wenn ein anderer nur aus Versehen draufgeklickt hat und das ist eine Viewtime von einer Sekunde, dann zieht YouTube knallhart den Durchschnitt und sagt, die durchschnittliche Viewtime ist eine halbe Stunde, 30 Minuten. Aber jetzt überlegt mal, meine normalen Videos gehen so ungefähr 20 Minuten. Das bedeutet, wenn da einer voll guckt und der andere nur eine Sekunde oder so, dann ist die Viewtime auf 10 Minuten. Also diese sehr langen Videos, die ich in letzter Zeit vermehrt veröffentlicht habe, die, denke ich mal, sind dafür verantwortlich, dass meine Viewtime oder Watchtime nach oben gegangen ist. Aber es ist auch jetzt nicht so exponentiell nach oben gegangen. Es ist ein bisschen nach oben gegangen, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist explodiert. Es ist eigentlich eine normale Steigerung. Und so ähnlich verhält es sich bei den Aufrufen auch. Jetzt gibt mir YouTube natürlich die Möglichkeit, nachzugucken, welche Videos geguckt wurden. Und da sehe ich einen sehr starken Trend bei Asterix und Obelix XXL. Diese Videos sind na so 2-3 Jahre alt, vielleicht auch ja, doch so in der Richtung. Und die werden geguckt wie verrückt. Ich glaube, fast jedes dieser Videos hat über 500 Aufrufe oder so. Das ist für jemanden wie mich mit etwas über 500 Abonnenten extrem viel. Also ich weiß nicht, woher diese Faszination kommt. Ich habe irgendwann mal ausgerechnet, Asterix und Obelix XXL ist mein aufrufstärkstes Projekt aller Zeiten. Das hat über die 20 Episoden, glaube ich, hat es über 11.000 Aufrufe. Das ist der absolute Wahnsinn. Das zweiterfolgreichste Projekt ist der Nachfolger Asterix und Obelix XXL 2. Also ihr habt dieses Projekt geliebt und es wird heute immer noch geguckt. Und es sind heute immer noch welche der am meisten aufgerufenen Videos. Ich habe nachgeguckt nach den am meisten aufgerufenen Videos des letzten Monats oder halt des laufenden Monats, also Mai 2017. Und da ist Pesti labert, Facecam Reveal ist ganz vorne dabei. Das ist auch verständlich. Die anderen Pesti labert, die fandet ihr interessant. Also ich sehe eindeutig einen Trend zu Pesti labert. Aber da sehe ich auch wieder, Episode 50 hat am meisten Aufrufe, 51 weniger, 52 weniger, 53 weniger. Also langsam, aber sicher scheint ihr euch an mich zu gewöhnen und es ist weniger spektakulär zuzugucken, was ich euch jetzt auch gar nicht vorwerfe. Das ist jetzt einfach mal, das ist der gleiche Effekt, wie wenn man eine neue Serie startet
Und diese Serie, da bekommt die erste Episode dann auf einmal sehr viele Views, weil es halt eine neue Serie ist und viele Leute gucken rein, um zu sehen, was ist das überhaupt für ein Spiel, wenn sie es nicht kennen oder wie spielt er das, wie verhält er sich. Und schon bei Episode 2 sind das deutlich weniger Aufrufe. Das ist aber normal, das hat jeder YouTuber, das ist nicht nur bei mir so. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was auffällt. Auch ein sehr häufig wiedergegebenes Video ist tatsächlich mein Video aus Pokémon Rot, in dem ich zeige, wie man Missingno fängt oder warum es erscheint. Das ist, glaube ich, der Titel dieses Videos, warum erscheint Missingno, und ich erkläre ein bisschen diese technischen Hintergründe, wird auch sehr viel geguckt. Also, wenn wir das mal so zusammenfassen, ich glaube, eine Episode Sky Exchange ist dabei unter den Top 10 wiedergegebenen Videos von Mai 2017. Also, wenn wir das mal zusammenfassen, dann wissen wir, am meisten geguckt wurde diesen Monat praktisch ausschließlich ein Projekt, was schon seit 2 Jahren abgeschlossen ist. Das bedeutet für mich, ihr mögt meinen Inhalt, nur nicht das, was ich aktuell mache. Deshalb habe ich jetzt wieder überlegt, mir wurde ja öfter vorgeworfen oder gesagt, dass ich ein Minecraft-Kanal bin, weil ich sehr viel Minecraft gemacht habe, weil mir das sehr gefällt. Jetzt bin ich in letzter Zeit zu dem Entschluss gekommen, dass es mich tatsächlich ein bisschen nervt, Minecraft zu machen. Was ich aktuell mache in Sky Exchange, da habe ich so viel im Voraus aufgenommen. Die Patreon-Unterstützer wissen das, die haben irgendwie 2 Wochen im Voraus Videos bekommen. Und ich habe noch eine Aufnahme, also könnten sie einen Monat im Voraus Videos bekommen, die habe ich nur noch nicht geschnitten, weil es mir so einen Spaß gemacht hat. Das war eine andere Herangehensweise. Aber wir müssen jetzt mal klar akzeptieren, das technische Minecraft ist im Groben und Ganzen immer wieder das Gleiche, nur auf eine andere Art und Weise, auf einen anderen Weg. Die Änderungen in den Mods sind ja doch relativ subtil. Und selbst wenn es neue Mods gibt, dann benutze ich die meistens eher als eine Art Hilfsmittel und werde mir dann doch wieder mit Android.io mein Import- und Exportsystem bauen, irgendeine Art Applied Energistics Computer bauen und dann irgendeine Grabmaschine, um mehr Materialien zu holen. Und das Endziel ist dann wieder irgendetwas, was es wahrscheinlich schon seit ein paar Versionen in den Minecraft-Mods gibt. Nur ich habe es halt noch nie gemacht. Also es ist so gesehen, Minecraft ist natürlich ein sehr kreatives Spiel. Wenn wir uns jetzt jemanden angucken wie den Direwolf 20, der hat, glaube ich, nur Minecraft auf seinem Kanal. Ich glaube, absolut ausschließlich. Der macht auch sehr familienfreundlichen Inhalt. Also der flucht nicht und sowas. Das ist alles, das ist ja auch noch eine andere Sache. Aber der hat mehrere Modpacks am Laufen, ist ein wahrer Mod-Experte, aber er ist unglaublich kreativ. Also wenn der von einer Mod die Möglichkeit bekommt, ein Quarry zu bauen von mir aus. Wer Minecraft nicht geguckt hat, einfach eine große Maschine, die für den Spieler die Blöcke aus der Welt abbaut, um Ressourcen zu farmen. Das ist dem zu langweilig. Der nimmt sich dann die einzelnen Bauteile aus anderen Mods und baut sich selber so eine Maschine, obwohl es einen Block gibt, den er craften könnte, der genau das für ihn tut. Also er ist unglaublich kreativ und reizt die Mods bis ins Kleinste aus und baut Sachen, auf die andere noch nie gekommen sind. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. Dafür bin ich einfach nicht kreativ genug. Ich bin auch nicht kreativ, wenn es darum geht, irgendetwas zu bauen. Meine Basen sehen immer furchtbar aus. Die schönste Basis, die ich je gebaut habe, war die in Quintec. Und das ist die Serie, die ich tatsächlich abbrechen musste, weil mir das Modpack um die Ohren geflogen ist. Also, ich möchte nur mal zusammenfassen, wenn ich Minecraft spiele, und ich möchte die 7. Staffel vom technischen Minecraft auch noch machen, dann finde ich selber, dass einfach lange Zeit nichts Außergewöhnliches passiert. Ich finde den Anfang von Minecraft selber inzwischen etwas ermüdend. Und wenn ich auch jedes Mal versuche, es anders anzugehen, das hatte ich, glaube ich, in Pesty Inc. absichtlich gemacht, da hatten wir am Anfang Hydraulicraft gemacht und ich hatte versucht, meinen Stil auf eine andere Art und Weise herzustellen. Und im Endeffekt bin ich doch wieder bei dem Standardwege angelangt, weil es der einfachste ist und der bequemste. Und genau das scheint mir das Problem zu sein. Es gibt doch genug Modpacks, wo es die normalen Mods nicht gibt, die ich kenne. Das würde für mich aber wieder bedeuten, ich muss mich so lange da reinarbeiten, dass mir da schon relativ schnell die Lust dran vergeht. Also, es ist ein ganz schwieriges Thema mit Minecraft. Aber ich möchte euch jetzt mal sagen, die Umfrage, die ihr in der Videobeschreibung findet und bei der ich jedem von euch einzeln bitten möchte, daran teilzunehmen, da
frage ich euch, was ihr auf dem Kanal sehen wollt. Und einer der Punkte, oder wovon ihr mehr sehen wollt. Und einer dieser Punkte ist Minecraft. Mehr Minecraft. Streng genommen habe ich nichts dagegen, einen Minecraft-Kanal zu führen. Und ich habe auch nichts dagegen, neben Sky Exchange auch die 7. Staffel vom technischen Minecraft zu machen. Da habe ich nichts gegen. Wer sich ein paar Jahre zurückerinnert, wer schon so lange dabei ist, der weiß auch, dass ich Hexit und Tekkit gleichzeitig gemacht habe. Habe ich überhaupt nichts gegen, wenn es zwei verschiedene Sachen sind, mit denen ich auch gut klarkomme. Aber das ist halt etwas, das muss man sich erstmal überlegen, ob man das so möchte, ob man das so will. Die zweite Möglichkeit, also der zweite Punkt, wofür ihr abstimmen könnt, ist der Punkt mehr Pestilabert. Das würde ich gerne machen, aber es ist für mich tatsächlich ein gewisses Problem, wie mache ich das? Ich habe ja normalerweise meine 6 Release-Tage pro Woche und sonntags ist eigentlich der freie Tag oder eben ein Supersonntag. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, Pestilabert als festes Programm einzustufen oder einzubauen. Aktuell habe ich einen Haufen Themen, worüber ich reden kann. Definitiv. Ich hatte es mir so vorgestellt, wenn ihr euch für Pestilabert entscheiden würdet, für die zweite Option, für mehr Pestilabert, dann würde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich 2 Serien habe. Von einer kommen 2 Episoden pro Woche, von einer kommen 3 Episoden pro Woche. Und am 6. Tag kommt dann eben ein Pestilabert. Es könnte aber durchaus sein, dass das ein paar Mal ausfällt, weil mir einfach keine Themen einfallen. Aktuell habe ich wirklich bestimmt 5 oder 6 Themen auf dem Schreibtisch, über die ich reden kann und über die ich reden möchte. Aber das wird nicht immer der Fall sein. Das ist nicht immer so. Und das ist natürlich etwas, womit man rechnen muss. Und deshalb weiß ich nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, ob ich das so machen möchte oder nicht. Also das ist jetzt erstmal eine Option, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich so umsetzen kann, wie ich das gerne hätte, weil da ist auch einfach wieder die Kreativität. Du kannst nicht einfach nur ein Spiel anmachen und das dann filmen und dazu kommentieren, das geht nicht. Das ist ja zu 100% eigener Content und man muss wirklich immer eine Idee haben, immer irgendein Thema, worüber man reden kann. Und ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer einhalten kann. Das jetzt einfach mal so als Warnung. Die dritte Möglichkeit, die es da noch gäbe, wäre mehr AAA-Spiele. Das ist tatsächlich etwas, wofür ich persönlich bin, weil ich finde, durch meinen Kanal und durch das, was ich spiele und das, was ich mache, also grundsätzlich, ich komme außerhalb von meinem Kanal wenig zum Spielen, was ich selber recht schade finde. Ich würde da gerne mehr Zeit für haben. Bedeutet für mich, wenn ich von gewissen Spielen keine Videos mache, dann verpasse ich sie oft einfach. Und das bedeutet wiederum, ich habe viele der vergangenen AAA-Games einfach verpasst, weil ich keine Zeit für hatte, weil ich sie nicht gespielt habe. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ich hatte euch auf Twitter schon gefragt, welche AAA-Games demnächst erscheinen, weil ich da nicht wirklich im Bilde bin. Und habe dann auch gefragt, Prey LP? Das war nur ein ganz kurzer Tweet, hatte mal 2 Likes bekommen. Für meine bescheidene Anzahl an Followern ist das relativ viel. Also ich habe einfach mal in den Raum geworfen, wollt ihr mehr AAA-Games, wollt ihr eine Serie von Prey sehen? Jetzt so als Beispiel. Das ist vor ein paar Wochen erschienen oder vielleicht erst vor einer Woche, ich weiß es nicht. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch machen würde. Problem damit ist jetzt aber, Rise of the Tomb Raider ist ja auch kein so altes Spiel. Das ist so 1-2 Jahre alt. Das ist aber eine Zeit, die sehr schwierig ist. Ich meine, es ist bei weitem nicht alt genug, um von Retro zu sprechen. Da würde es mindestens 5 Jahre brauchen, wenn man sagen könnte, ach Mensch, kannst du dich daran noch erinnern? Das war ja toll. Es ist aber auch schon zu alt, um es neu zu nennen. Also es ist leider in einer ganz schwierigen Position, diese ungefähr 2 Jahre alten Spiele. Dafür interessiert sich tatsächlich keiner mehr. Das sind Sachen, die haben die Leute schon vergessen, weil sie nicht neu genug sind und sie können sich noch nicht wieder daran erinnern, weil sie noch nicht alt genug sind. So kommt es mir jedenfalls vor. Also das scheint eine der Release-Zeiten zu sein, die sich für Videos ganz schlecht machen, weil sich in diesem Zeitpunkt einfach kaum noch einer daran erinnern kann. Und das möchte ich in Zukunft auch beachten. In dem Zusammenhang wird es mir auch recht schwer fallen,
eingefallen, zu Assassin's Creed Unity eine Serie zu machen. In dem Zusammenhang möchte ich aber erwähnen, ich wäre durchaus bereit, zu dem neuen Assassin's Creed eine Serie zu machen und Unity vielleicht für mich zu spielen, zwischendurch. Also, ich bin Assassin's Creed-Fan. Jetzt aber eine wichtige Sache. Gerade wegen diesem Zyklus, wann ein Spiel noch relevant ist und wann es noch nicht alt genug ist für Retro. Dieser Raum dazwischen, zwischen vor einem Jahr rausgekommen und vor 5 Jahren rausgekommen, das ist ein ziemlich großer Zeitraum. Mein Problem damit ist, wenn ich jetzt anfange mit Prey, dann bin ich jetzt schon ein paar Wochen später dran als alle anderen, vielleicht. Oder wenn ich mit Prey anfange, nachdem ich mit Hugh fertig bin, dann bin ich vielleicht einen Monat später dran als alle anderen. Ist noch nicht so dramatisch, aber bei YouTube geht es teilweise sogar um Stunden. Also wer sein Video um Mitternacht veröffentlichen kann, hat mehr Views als jemand, der es um 6 Uhr morgens veröffentlichen kann, weil es in der Nacht aufgenommen hat. Das nur mal so am Rande, darum müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber das nur mal so als Gedankenanstoß. Dabei habe ich eben gesagt, ihr sollt euch keine Gedanken machen, nicht wahr? Super. Das ist immer die Pest, die Garantie. Immer schön sich selbst widersprechen, das kann ich am besten. Aber jedenfalls, wenn ich jetzt Prey als Projekt mache, wer weiß, wie lange das dauert. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt. Ich würde es blind spielen. Das sagt man so, wenn der YouTuber das Spiel selber noch nie gespielt hat und praktisch blind in das Abenteuer reinstolpert. Das meint man mit einer blinden Serie. Und nicht, dass man es mit verbundenen Augen spielt. Dachte ich nämlich auch schon mal. Ist natürlich Schwachsinn. Jedenfalls wüsste ich am Anfang natürlich nicht, wie lange dieses Projekt laufen wird. Und ich müsste mir auch relativ sicher sein, dass es mir gefällt und dass ich es durchspielen will. Ich mag es nicht, Projekte abzubrechen. Das ist tatsächlich eine Aussage, die müsst ihr mir mal glauben, auch wenn sie in der Vergangenheit vielleicht nicht sonderlich glaubwürdig war. Aber so ist es tatsächlich. Ich mag das nie sonderlich. Es gefällt mir eigentlich nicht, ein Projekt abzubrechen. Jedenfalls, wie lange dauert es, Prey durchzuspielen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wann erscheint das nächste Spiel, was mich interessiert, für das ich auch gerne eine Serie machen würde? Weiß ich auch nicht. Vielleicht brauche ich nur einen Monat für Prey. Das wären dann, wenn wir den Release-Zyklus wieder mit 2 Serien einführen, was mir eigentlich besser gefallen würde. Also 3 Videos pro Serie pro Woche würde mir eigentlich besser gefallen als 3 Serien mit nur 2 Videos. Das gefällt mir aus irgendeinem Grund nicht so gut. Wenn wir das jedenfalls machen würden und das würde dann einen Monat laufen, dann hätten wir ungefähr 12 Episoden Prey. Mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 20 Minuten. Das bedeutet, wir hätten ungefähr 4 Stunden Spielzeit Prey. Ich glaube nicht, dass man es damit durchspielt. Also sagen wir mal 2 Monate. Das wären 8 Stunden Spielzeit. Plus, minus. So ungefähr. Das könnte reichen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur eine Art Shooter ist, aber es scheint mehr als ein Shooter zu sein. Lassen wir es 12 Stunden dauern. 3 Monate, 12 Stunden. Okay, dann ist das Spiel durchgespielt, dann ist das Projekt abgeschlossen mit so ungefähr 36 Episoden, zwischen 30 und 40 Episoden. Das ist eigentlich ziemlich viel für ein normales Spiel, bin ich der Meinung. Also sagen wir mal 20 Episoden, 2 Monate. Okay, damit kommen wir ungefähr hin. Vielleicht ist das nächste Spiel, was mich interessiert, ja schon einen Monat, nachdem ich Prey angefangen habe, rausgekommen. Was mache ich dann? Dann muss ich eigentlich mehr oder weniger Prey hetzen, damit ich Zeit für das andere Spiel habe. Oder was passiert, wenn es einen Monat, nachdem ich Prey abgeschlossen habe, rauskommt? Was mache ich dann? Ich habe Prey abgeschlossen und es dauert einen Monat, bis das nächste erscheint, was mich interessiert. Was mache ich in diesem Monat? Also ihr seht vielleicht, das ist nicht ganz so einfach, das so einigermaßen hingebogen zu bekommen. Ich möchte jetzt nochmal auf die Umfrage in der Videobeschreibung hinweisen. Mehr Minecraft, mehr Pestilabert oder mehr AAA-Games. Ich würde am liebsten eine Kombination aus allem 3 machen, was natürlich mehr oder weniger nicht funktionieren wird. Aber ich würde gerne 2 Serien pro Woche machen, mit jeweils 3 Episoden pro Woche. Und eine dieser Serien würde ich gerne Minecraft machen und die andere Serie davon ein aktuelles AAA-Game. Und wenn ich ein Spiel gesponsert bekomme vom Publisher, dann mache ich das zwischendurch,
mit dem Tag gesponsert, in Klammer dahinter, für die Leute, die diese Videos nicht gucken wollen, weil sie vielleicht der Meinung sind, ich bin durch ein vom Publisher gesponsertes, also mir geschenktes Spiel, für das ich kein Geld ausgeben musste, beeinflusst und könnte meine ehrliche Meinung nicht sagen. Sowas gibt es. Aber ich bin da ganz offen und ehrlich, und wer diese Videos nicht gucken möchte, weil sie der Meinung sind, ich könnte keine unvoreingenommene Meinung zu diesen Spielen haben, verstehe ich absolut. Ist völlig in Ordnung. Die können diese Videos ganz direkt umgehen. Und wenn ich ein Spiel zeigen möchte, was ich habe, von dem ich aber der Meinung bin, eine Serie dazu lohnt sich nicht, dann kommt das in den Supersonntag als 7. Video pro Woche. Ich meine, ein gesponsertes Spiel wäre auch ein 7. Video und ein Pestilabert wäre auch ein 7. Video. So gesehen ist das eigentlich relativ irrelevant. Aber ich möchte den Supersonntag eigentlich wieder zurückholen. Und das ist eigentlich eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, mit diesen ganzen Indie-Spielen. Ich habe in letzter Zeit nämlich sehr viel Geld für Indie-Spiele ausgegeben, muss man mal so sagen. Und das ist immer so eine Sache, ach, das kostet ja nur 10 Euro oder das kostet ja nur 5 Euro oder ja gut, das kostet 15 Euro. Und dann startet man das und dann ist man vielleicht doch nicht so begeistert oder man hat nach ein paar Stunden eine frustige Stelle und denkt sich, naja gut, war ja nicht so teuer, ist nicht so schlimm. Aber wenn mir das so oft passiert wie in letzter Zeit, dann hätte ich von dem gleichen Geld auch locker ein aktuelles AAA-Game für 50 Euro kaufen können und wäre mit dem wahrscheinlich glücklicher gewesen und hätte gute Videos erstellen können, die ihr auch sehen wollt. Also ich glaube, ich muss ein bisschen von diesen Indie-Spielen wegkommen, weil ich auch einige Zuschauer gehört habe, die es einfach überhaupt nicht interessiert. Und das sehe ich an den Videos, Videoaufrufen ja auch. Keine Sau kennt Hue. Wer hat vor meinem Video schon mal etwas von Hue gehört? Also, keine Ahnung, es war mir überhaupt kein Begriff, bevor ich es nicht zufällig in einem Humble Bundle bekommen habe. Und davon dann eine Serie zu machen, das ist eigentlich nicht mein Stil. Ich habe keinen Indie-Kanal, ich habe keinen Retro-Kanal. Und da möchte ich ein bisschen von wegkommen. Erstmal so viel Geld dafür auszugeben und es stattdessen in größere Spiele zu investieren, die mir dann im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß machen. Ich weiß, Vikings hat auch nicht so viele Leute interessiert, aber das hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Das war auch so ein halber Indie-Titel. Von daher kann ich das in dem Zusammenhang auch verstehen. Rise of the Tomb Raider hatte das Problem, das ich schon erwähnt hatte, dass es einfach vom Erscheinungsdatum an einem sehr ungünstigen Jahr, das macht sich einfach nicht so gut. Und ich sehe ja auch, Hue und Rise of the Tomb Raider interessieren nicht wirklich jemanden. Sky Exchange wird von ungefähr doppelt so vielen Leuten geguckt, aber immer noch nur noch ein Drittel so viel wie noch vor einem halben Jahr. Vielleicht liegt es auch an der nächsten Staffel vom technischen Minecraft. Vielleicht ist da der Hype ein bisschen größer. Aber das sind Sachen, über die denke ich noch nach. Es könnte aber sein, dass Hue jetzt demnächst beendet wird und dann läuft Tomb Raider mit Sky Exchange auf Hochtouren. Und wenn Tomb Raider vorbei ist, dann würde ich eigentlich ganz gerne Prey machen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich müsste mich erstmal genauer darüber informieren, was ist das überhaupt für ein Spiel? Oder vielleicht erscheint ja in der Zwischenzeit noch etwas anderes, was mich mehr interessiert. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich würde tatsächlich ganz gerne danach auf die AAA-Schiene gehen, im Zusammenspiel mit einer Minecraft-Serie jeweils 3 Videos pro Woche, 2 Projekte. Bitte schreibt mir Kommentare, ausführliche Kommentare. Ich lese immer alles, was ihr schreibt, das ist gar keine Frage. Bitte nehmt an der Umfrage teil, dann kann ich vielleicht noch sehen, ob das, was ich mir vorstelle, sich so ungefähr mit dem deckt, was ihr wollt. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir das so ein bisschen hinbekommen, denn ich mache natürlich gerne Videos, aber mir macht es mehr Spaß, wenn ich weiß, mehr von euch gucken das. Wenn ich weiß, nur 4 Leute werden die nächste Episode von Rise of the Tomb Raider gucken, ja, dann macht es mir beim nächsten Mal nicht ganz so viel Spaß, das aufzunehmen, weil ich weiß, die Interaktion wird mehr oder weniger ausbleiben. Und wenn ich Videos mache, die nicht so viele Leute von euch gucken, dann habt ihr natürlich davon auch nichts. Also, wenn wir miteinander ein bisschen kommunizieren auf dieser Ebene und etwas finden, was uns beiden, was euch und was mir am besten gefällt und eher entgegenkommt, dann werden wir, glaube ich, alle eine bessere Zeit mit diesem Kanal verbringen können. Vielen Dank fürs Zusehen.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.